Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Diablo 4. Wir sprechen heute über die Reittiere bzw. über alles, was wir bis zum heutigen Tag darüber wissen. Ihr werdet im Hintergrund auch das mitbekommen, was man bereits offiziell zu den Reittieren sehen konnte, auch Concept Arts dazu und alles, was sich eben um das Thema Reittiere dreht. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr schon öfter in die Videos hier reingeschaut habt und es vielleicht vergessen habt. Also legen wir los. Bisher wurden als Reittiere nur Pferde gesichtet. Ich glaube, das kann man mal festhalten, sollte man mal festhalten, denn es gab ja mal ein hartes Gerücht, nämlich mit Amalgam of Rage, was ihr schon bei mir auf dem Kanal auch sehen konntet, was als Collector's Edition Item gehandelt wurde als Zusatz, ist allerdings nicht so gekommen, sondern eben für World of Warcraft, wenn man hier vorbestellt und nicht in Diablo 4 letztendlich ein Reittier. Es ist allerdings, und das möchte ich an der Stelle hier auch noch mitnehmen, es ist ein Reittier in Diablo 4, nur wir als Spieler werden es wohl leider nicht bekommen. Es wurde in einem Cinematic, den habe ich auch schon teilweise gesehen als Leak, dieses Reittier wird in der Tat geritten und zwar von einem Bösewicht in der Geschichte von Diablo 4 und man wird dieses Reittier und diesen Bösewicht in einem Cinematic, vielleicht auch in mehreren, sehen können. Sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Die Chance ist natürlich dann aber, würde ich mal sagen, relativ groß, dass wir mehr als nur Pferde irgendwann bekommen könnten, denn es wurde bereits auch schon mal gezeigt, zusammen mit der Jägerin als Ankündigung, dass es auch sowas wie ein geisterhaftes Pferd gibt, also zumindest als Reittier-Skin oder etwas in der Art, wird es solche Arten von Reittiere geben, also nicht nur immer das gewöhnliche Pferd, sondern mit Sicherheit auch ein bisschen abartige Abwandlungen, sage ich mal, in der Richtung. Und das spricht natürlich auch dafür, denn the show must go on. Also in Klammern hier Dollar, Dollar, Dollarzeichen, ja. Es lohnt sich natürlich auch für Blizzard in den Shop besondere Reittiere einzupflegen oder irgendwelche Skins und so weiter reinzubasteln, denn so verkauft sich das Ganze natürlich auch schön über den Shop. Ist ja nichts gegen einzuwenden, wenn jemand Bock auf ein cooles Reittier hat. Warum nicht? Kann er sich ja gönnen, muss man sich ja nicht gönnen. Und es wurde ja schon angekündigt, oder man weiß ja bereits, dass es über den Shop möglich ist, sowas zu erwerben für Reittiere. Genauso ist es schon erwähnt worden, dass PvP-Cosmetics, also durch PvP-Aktivität, auch kosmetische Belohnungen für Reittiere existieren. Und deswegen natürlich liegt ganz klar auf der Hand, was uns dort erwarten wird dann in Diablo 4. Was man sonst noch zum Thema Reittiere sagen kann, letztendlich bringen sie oder sollen sie einen schnell von A nach B bringen. Das ist grundlegend natürlich das Ziel von Reittieren. In Dungeons von Diablo 4 wird man nicht reiten können, das lässt sich schon mal ankündigen. Aber was ihr auch im Hintergrund jetzt sehen werdet, das blende ich euch mal kurz ein, sieht es sehr stark danach aus, dass ihr mit Reittieren auch über Abgründe springen können werdet. Also das sind auch Abgründe, über die ihr normalerweise mit eurem Charakter springen könntet. Aber ihr müsst wohl nicht absitzen vom Reittier, wenn ihr da drüber springen wollt. Das zumindest kann man ableiten aus dem, was der offizielle Diablo-Channel geteilt hat kürzlich als Bild. Denn das, was man da sieht, das ist absolut sicher eigentlich von meiner Perspektive ein Diablo 4-Charakter und nicht aus irgendeinem anderen Game. Und was man aber gerade noch zu diesen ganzen Bewegungsabläufen sagen kann von Reittieren, dass wenn man auf einem Pferd sitzt oder auf einem Reittier, hat man eine Taumelleiste. Wir hatten schon mal über Taumelleisten gesprochen, also Stagger Bar auf Englisch, ja. So wie Weltbosse eine Taumelleiste haben, hat man auch auf einem Pferd selbst eine Taumelleiste. Das heißt, diese Leiste füllt sich mit jedem Schlag, den man abbekommt, wenn man auf einem Pferd sitzt. Und je nachdem natürlich, wie was für harter Schlag das ist oder wie viele Schläge das ist, fühlt sich diese Taumelleiste stärker und schneller voll. Und wenn sie voll ist, dann fällt man vom Sattel, also dann wirft einen das Reittier ab. Und das ist aber dann also ein Hinweis dafür, dass man nicht sofort mit einem Schlag abgeworfen wird, sondern ein bisschen was auf die Nuss kriegen kann, bevor man runterfällt. Und das ist natürlich eine gute Sache. Was hat allerdings in Diablo 4
das Reittier direkt für eine Nützlichkeit? Und wie läuft das ab mit einem Reittier? Es ist so, man kann über einen Button, den man drückt, einfach ein Reittier holen, sein Reittier. Man pfeift dann sozusagen und das kommt einfach aus dem Nichts irgendwann angeritten und man sitzt auf. Hier lässt sich allerdings schon eine Bemerkung machen, nämlich in der Endgame-Beta dauerte das Gefühl zumindest ziemlich lange. Also wir reden hier von ein paar Sekunden, es sind nicht viele Sekunden, aber diese paar Sekunden wirken sich schon ein bisschen aus, wenn man in einem Spielfluss ist, sage ich mal so, und das Aufsitzen insgesamt so lange dauert, dass man denkt, ja, wir können doch eigentlich jetzt schon losgehen. Und ich, beziehungsweise meine persönliche Empfehlung oder Hoffnung wäre, dass sie diesen Prozess noch ein bisschen abkürzen, dass man schneller aufsteigen kann auf sein Reittier. Die Wegpunkte in Diablo 4 nehmen diesem ganzen Reittierzeugs irgendwie ein bisschen seinen Sinn. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man hat relativ viele Wegpunkte und man schaltet sich immer mehr Wegpunkte frei. Und wenn man dann eigentlich an einem Wegpunkt ist und sagt, okay, ich muss jetzt hier nur noch kurz dahin laufen, wo ich hin will, ob ich dann extra dieses Reittier hole innerhalb von ein paar Sekunden erst, um dahin zu reiten, das ist die interessante Frage, die sich in Diablo 4 stellen wird. In der Endgame-Beta sah es so aus, als ob das Reittier relativ überflüssig ist, sage ich mal so. Was dem Ganzen etwas mehr Sinn wiedergegeben hat, ist diese besondere Abstiegsattacke, die jede Klasse individuell hat. Jede Klasse wird anders vom Pferd heraus einmalig angreifen können. Also vom Sattel aus wird man nicht kämpfen können gegen Mobs, aber wenn man an Mobs hinreitet, an Feinde, dann kann man einen Button drücken und dann steigt man ab mit einer Angriffsanimation und die ist bei jeder Klasse anders. Macht ordentlich Schaden, ich glaube in allen Fällen Flächenschaden und ist eine recht starke Attacke, weshalb das auch natürlich Spaß macht, das da zu timen und in die Gegnerhorden reinzuspringen vom Pferd aus. Das ist eine sehr coole Idee, die das Ganze mit dem Pferd wieder aufwertet und der Sache wieder etwas mehr Sinn gibt. Ich denke, der Wert von Reittieren wird sich erst im Endgame erschließen in Diablo 4, beziehungsweise wenn man die Story-Kampagne spielen wird und man dann plötzlich von einer Zone in die andere Zone gehen muss und dort noch keine Wegpunkte freigeschaltet hat, dann wird man sehr wahrscheinlich, denke ich, auf sein Pferd aufsteigen und dort nach unten reiten, anstatt sich den ganzen Weg durchzuhacken, weil man mit der Story weitermachen möchte. Ebenfalls natürlich jetzt bezogen aufs Endgame die Sache, dass man ja dann nur bestimmte Siegel haben wird für bestimmte Dungeons, in die man dann geht, um bestimmten Loot zu bekommen, wenn man diese Albtraum-Dungeons dann macht. Und dann weiß man, in welchen Dungeon man gehen muss und man weiß, wo der ist. Und man wird dann sehr gezielt an diesen Ort X gehen und man wird sich da nicht durchhacken, sondern man wird halt aufs Pferd steigen und direkt vor den Dungeon reiten. Das ist zumindest die Vorstellung, die ich habe. Und ich denke, je mehr man halt das Spiel dann gespielt hat, umso mehr wird man dann sagen, okay, ich vermeide es jetzt hier alles zu laufen und mich immer wieder durchzuhaken, sondern ich umgehe das und gehe direkt an den Ort, wo ich wirklich gezielt hin möchte. Und ich glaube, das wird dann der Punkt sein, wo die Reittiere eine schöne Rolle spielen werden in der Open World von Diablo 4. Allerdings beim Anfang finde ich jetzt, macht es so den Eindruck, als ob die ein bisschen überflüssig sind und das sind sie vielleicht dann eben auch. Und damit schließe ich das Video für heute ab, Leute. Ich hoffe, es war vielleicht eine kleine Information für euch dabei, die ihr noch nicht wusstet. Und ansonsten war es vielleicht einfach schön, sich ein bisschen über die Reittiere zu unterhalten. Ich bin gespannt, was da noch kommt im Laufe der Zeit. Und danke euch, wie gesagt, dass ihr wieder eingeschaltet und bis hierher zugeschaut habt. Macht es gut, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.